Prinz Eduard Herzog von Anhalt und Herzog zu Sachsen war in Spandau zu Gast auf der Zitadelle. Anlässlich einer Ordensverleihung, die Prinz Eduard Herzog von Anhalt und Herzog zu Sachsen persönlich vornahm, hat der Vertreter des ersten Herrschergeschlechts, der Mark Brandenburg, die Ausstellung Berlin enthüllt in der Zitadelle Spandau am 12. Oktober 2016 besucht. Und dies nicht ohne Grund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, königliche Hoheit, Eduard von Sachsen-Anhalt, ich darf Sie recht herzlich hier vor einem Ihrer Vorfahren begrüßen. Ich freue mich, dass Sie diesen besonderen Akt der Ehrung, der Überreichung der Ehrung hier heute hier an diesem Denkmal Heinrich des Lehrens durchführen werden. Der Name Albrecht der Bär ist mit Wallenstedt, der Wiege Anhalts und der Mark Brandenburg seit Jahrhunderten fest verbunden. Um 1100 geboren, starb er am 18.11.1170 in Stendal und wurde in Wallenstedt begraben, wo noch heute sein Grab ist. Er gründete 1157 die Mark Brandenburg und trieb die deutsche Besiedelung entscheidend voran. Der herzoglich-anhaltische Hausorden Albrechts des Bären wurde am 18. November 1836, dem Todestag Albrechts des Bären, durch die drei Herzöge Heinrich von Anhalt-Köthen, Leopold IV. Von Anhalt-Dessau und Alexander Karl von Anhalt-Bernburg als gemeinsamer Hausorden gestiftet. Die Aufgaben des Ordens bestehen in der Bewahrung und Vermittlung der Werte des christlichen Abendlandes, in der Treue und Unterstützung des herzoglichen Hauses, in karitativer Arbeit sowie in der kulturellen und politischen Aufbauarbeit unseres Landes. Aus diesem Grunde wurde in Wallenstedt im Harz im April 2016 nach fast 100-jähriger Pause eine alte Tradition wiederbelebt. Seine Hoheit Prinz Eduard von Anhalt, Herzog zu Sachsen, ehrte mit dieser Auszeichnung verdienstvolle Bürger und nahm sie in den Hausorden auf. Herr Dr. Scharfenberg aus Berlin war leider verhindert und konnte seine Auszeichnung nicht entgegennehmen. Durch eine Sonderinvestitur in der Zitadelle Spandau, in der wunderbaren Atmosphäre der Zitadelle am Denkmal Albrechts des Bären, erfolgt nun Würdigung seiner Verdienste. Herr Dr. Gerd Scharfenberg, geloben Sie, die Statuten unseres Hausordens zu halten, sein Ansehen zu wahren und zu mehren, meinem Haus die Treue zu erweisen, sowie Ziele und Aufgaben des Ordens tatkräftig zu unterstützen, so sprechen Sie Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. So sei der Wahlspruch Albrecht des Bären, fürchte Gott und befolge seine Befehle, auch Ihr Motto. Ich, Julius Eduard, Herzog von Anhalt, Herzog zu Sachsen, Ingern und Westfalen, schlage Sie hiermit zum Ritter meines Hausordens Albrecht des Bären. Ich beglückwünsche Sie und freue mich, dass Sie in unserer Gemeinschaft nun aufgenommen sind. Gerd Scharfenberg wurde 1937 geboren und war beruflich als Facharzt für innere Medizin tätig. Seit etwa 35 Jahren beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit dem Auszeichnungswesen der anhaltischen Herzogtümer und des Freistaats Anhalt. Er gilt als ausgewiesener Spezialist für dieses Gebiet der historischen Hilfswissenschaft Falleristik. 1999 konnte er die Ereignisse seiner Forschung zu den Orden und Ehrenzeichen der anhaltischen Staaten in einem Buch veröffentlichen, das inzwischen zu einem Zitierwerk geworden ist.
Darüber hinaus erschienen von ihm nahezu 100-fach Artikel zu anhaltischen Auszeichnungen, zu deren Geschichte und ihren Trägern in deutschen und ausländischen Zeitschriften.